aus Thailand. Willkommen in Sakunakorn. Heute sind wir hier auf so einer Anlage, wo man den Stoff macht, den typischen Sakunakorn Kleidung, Stoff in Indigo-Blau. Hier ist die Herstellung von den Stoffen hier. Hier machen sie die Färbung und die Muster drauf und alles dann da. Ne? Das gucken wir uns heute mal an, wie das hergestellt wird. Aber vor allen Dingen, ich weiß, hier hat es eine schöne Parkanlage hier. Und da gehen wir erstmal durch hier die ganzen Pflanzen da, die Parkplatzanlage, was mir viel wichtiger erscheint, hier die Pflanzen zu schauen da. Ne? Machen wir heute Parkanlage und hier Indigo-Farbherstellung. Das machen wir. Auf geht's. So heißt das. Und das ist hier die Straße, wo du dann weiter hochfährst. Richtung Wat Thambadeen. Und Elefantenshow ist auch noch da, ganz genau. Schön. Gehen wir mal rein. Der hat schon mal wieder einen schönen Tisch hier. Der hat schon mal wieder einen schönen Tisch hier für Papa hier. Kann ich den mitnehmen? Oh, komm, ey, komm, nehme ich mit den Tisch hier. Komm, ey, geil, ey. Ey, super. Ha? Den will ich gleich einpacken, du. Hallo, Sadika. Komm, komm, komm. Ich komm. Guck mal, selbst hier zu Hause, ne? Ich guck lieber hier. Oh. Geweihfahren, der ist aber ein schöner hier. Der ist aber ein hübscher. Der ist noch schöner noch als meiner. Ganz hübscher. Mitnehmen bitte. Wie viel Wasser? Ah, ist Trockenzeit. Ah, ist Trockenzeit. Stimmt? Ja. Und das sind diese Früchte, ja? Ja. Was mich schon mal jemand gefragt hat hier, Uwe, habt ihr diesen Baum? Ne, den haben wir nicht. Kann ich essen. Kann man nicht essen? So nicht? Songkran. Ja. Dann werden die gelb. Riecht aber komisch, du. Was ist das so, ne? Gesagt, hier ist auch ein Café hier. Kaffee holen. Wollen wir aber Kaffee holen? Du willst den kennen, ne? Nee. Bitte schön. Gute Idee. Ich muss besuchen. Ich hab schon, aber muss um hochsehen dann. Und hier rein. Die hat auch so ein Deutschländer. Ja, die hatten wir doch schon, ja klar, hier. Waterfall, guck mal. Waterfall hat keine Wasser. Wo ist das Wasser hin hier? Wasser, Trockenzeit. Achso, Trockenzeit. Wir müssen Wasser sparen. Ja, das wäre noch was, ja. Oh, schön Felsen hingelegt hier, du. Kannst auch noch reinsitzen. Ach was. So eine große Anlage hier, du. Hm? Siehst du gar nicht von der Straße aus. Das alles hier, du. Was ist das für eine Anlage hier? Hm? Welcome Indigo Village. Ach was. Ah, ah, Porn, Porn. Da ist er, da ist er, da ist er. Hast du einen Spaten dabei? Nein. Wieso nicht? Komm, ich scheiße ausgraben, ey. Komm, ich scheiße Girl, ey. Da ist keiner hier. Jetzt komm her. Ha? Oh, oh, oh. Schöner.
schöne Anlage hier, ehrlich. Guck mal, ein Gangkot. Ich habe schon gesehen, mein Schatz. Sie sind größer als unsere, du. Ich weiß gar nicht, wieso. Andere Sorte bestimmt, wa? Andere Sorte. Weil die jetzt so hoch sind, ne? Guck mal, die sind so hoch. Ja, immer mal ein bisschen schlapp ist, dann kann man hier nochmal ein bisschen rasten, hier ein bisschen Schlaufe oder was hier. Hä? Nonnen machen hier, Nonnen. Oh, ist das ein schöner. Oh, ist das ein schöner, du. Kernhomo, du. Der muss aber schon alt sein, wa? Hä? Und ist das ein schöner? Oh, Wahnsinn, ich habe ja auch viele. Aber nicht so. Der ist ja schon, mein Gott. Das ist so ein prächtiger, du. Der gefällt mir, du. Hä? Wie alt ist der, du? Wie alt ist der, du? Wir kommen von Kuchen, die Kleidung oder wir kommen gucken hier die Parkanlage hier. Echt. Das ist doch echt schön gemacht hier. Da, guck mal hier. Efeutute so schön hoch hier. Guck mal. Guck mal da. Oh, das ist schön. Bis oben hin, du. Herrlich, herrlich. Ist alles schön, ist alles schön hier. Noch so ein schöner hier. Wer stört die Aufnahme? Zur Wasser. Das sind schon Kreuz. Siehst du daran, weißt, wenn die diese Fühler vorne am Maul haben, als diese Barteln, ne? Dann sind das dann Kreuz. Und die ohne, das sind dann Goldfische. Und das müssten Platys sein hier. Die haben sie auch noch drin hier. Kleine sind die drauf. Wie, wo ist sie da? Schön. Oh, ich würde mal sagen, das ist alles hier mal so nebensächlich hier. Ne? Das ist alles mal so nebenbei so reingestreut hier. Die Shops hier, die Parkanlage gefällt mir viel besser, du. Später kommen wir. Ja, genau, später. Das ist gar nicht mal so wichtig hier. Gell, wir gucken lieber die Parkanlage an. Vorne haben wir die schon. Und warum wachsen die nicht hier so schön? Die müssen eine Baum bleiben. Ah. Hinten, ja. Ja? Weil hinten haben wir doch auch so Schatten. Muss doch kommen. Bei uns so schön. Hallo, wir gucken. Wir gucken. Oh, das ist schön. So, jetzt sind wir mal hier in dieser Färberei hier drin. Hier. Makam? ค่ะก็มอก็ต้องมีแบบเนื้อค่ะมะขามเปียกปูนแดงแล้วก็เปลือกไม้ค่ะน้ำดำผสมกันแบบนี้นะคะน้ำเปลือกไม้ที่ต้มน้ำแล้วก็อันมันน้ำมันก็ค่อยไปเติมตรงหม้อแบบนี้ค่ะเปลือกไม้ที่มีรสเฝื่อนรสฝาดค่ะมันให้ความเป็นกรดเป็นด่างคอกเคนเดน Die Farbe kommt aus. Ja. Dann wie mehr Farbe. Ja. Also du hast jetzt hier, das ist der, also der Indigo-Stein, den haben wir schon mal. So, der blaue hier. So, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, um das Blaue zu kriegen hier. Dann hast du hier, dann musst du es aber dann noch mischen hier. Mit Das ist Makam, das habe ich verstanden. Das ist Zucker. Was ist das hier nochmal? Was hast du gesagt? Bundeng. Ich kenne nur Bunkau. Vom die Ohren Leute essen. Bunkau, du weißt schon. Bunkau, das war also. Ja, Betelnuss. Ja, Betelnuss. Und Betelnuss und Leute machen die Bunkau, Bundeng. Aha. Tanzele bitte.
Translate bitte. Also verschiedene, das kommt noch dabei, also das haben wir schon mal gehabt. Makam, Makam, das sind die Tamarinden. Und was ist das hier, schöne Blätter hier? An Baimai, Leute. Baimai. Also du musst schon also jetzt nicht nur das haben, du musst auch noch Zucker haben und du musst auch noch Tamarinden haben und das musst du auch noch haben. Das gibt dann hier Mixi, Mixi, Mixi. Bei Sommo. Sommo. Sommo ist doch Zitrone. Sommo vom Xava, vom wie hat gesehen in ihrem Puhan, in Farmer vom USA und dann dann. Ja, ach, wir haben doch schon was gegessen dann, ja. Früchte auch da, das hat mir gar nicht geschmeckt. Aber es ist auf jeden Fall okay, das musst du alles dann da haben. Dann, wenn Kochen hat Wasser fertig. Ja. Dann bringen wir San und Kitao vom Feuer. Asche, ja? Ja, Asche, aha. Dann kommt die Wasser. Lavatini, auch mal Yang, Martini. Ich hab gedacht, man nimmt mit den Steinen dann da. Wollen wir da alles wieder anpacken hier? Komm! Die Farbe vom bisschen. Ist das grün? ตัวนี้ก็เหมือนเราเลี้ยงจุลินทรีย์ในหม้อนะคะว่าในที่เรายอมแล้วก็คอยเติมอาหารนั้นให้เขานะคะแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ยอมเราก็แค่เติมอากาศให้เขาค่ะเหมือนเราเติมกืนเขียวเหลืองกืนเกลียวเดี๋ยวฮะ Ach, damit kann man die Farbe einstellen. Ja. Okay. Muss ich sagen, hinlegen. Ja. Es riecht ein bisschen. Ja. Ja. Muss also warten, muss warten dann, okay? Ja. Ja. Und dann hast du verschiedene Töpfe hier. Nein, sind sie. Aha. Kükan, Botobo. Ach, das ist eine Suppe. Ja. Eine Suppe. Gut. Farbe. Ja. Alles eine Farbe jetzt. Tonkam. Tonkam kommt nie weg. Oh, Tonkam. Die Bom für Kam. Aber Sim, die Tonkua. Wäre vorteilhaft, wenn das hier in Englisch stehen würde, ne? Ja, richtig. Gerade wenn man so. Doofe Franks kommen und dann davon keine Ahnung haben. Was ist das denn noch alles hier? Also ist eine ziemliche Kräutersuppe hier, sage ich euch mal da. Ziemliche Kräuter, Kräuter. Handschuhe musst du anhaben. Diese man hat ungefähr mehr als 10 Jahre die 10 Jahre? Ja. Ach, ist das so wie Sauerteig und dass man den immer wieder dann nehmen kann? Mag essen also Makam und Zucker. Ach, dann ist das also praktisch so, ne, dass man da immer so eine Grundsubstanz hat und da muss man das immer wieder ansetzen hier. Was soll ich hier mit jetzt? Englisch. Das ist grün. Kiel, 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 Lüang, Kiel, Gün, Gel. Ja. Dann hinlegen, warten. Und dann wird es blau. Wenn blau. Ach. Das ist ja, grenzt ja an Zauberei. Da kam man jetzt aber gleich an und hat gesagt: hier auf Englisch hier, macht mal auf Stopp. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das durchlesen hier. So, könnt ihr das dann durchlesen. Und da hat sogar noch die Anschrift, ey, geil. Ey. Ne, die Anschrift, nur Telefon. Und alles. Schön. Und dann wird das blau.
มือวันนี้เป็นโรคแกงมันเพิ่งนึงเลยนี่เป็นโรคอีหยังเลยเล็บเด้อออกข้าวขโมยGuck, das ist der. Zack, zack, eben war er noch so grün. Zack, zack, da kannst du gucken, wird das Ding blau. Das ist ja super. So. Ist das auch waschmaschinenfest? Das heißt, wenn man die jetzt kauft, die Klamotten, kann man die dann auch in die Waschmaschine stecken? Ehrlich, ehrlich jetzt, das ist mal jetzt wichtig. Ach, das ist es? Ach so, also ist das auch waschmaschinenfest? Na, also jetzt eine wichtige Frage. Ja. Nicht, dass man das da jetzt kauft und dann steckst du das ich Ding in die Waschmaschine und dann hast du es da wieder weiß. Muss um stecken, dann muss um mehr, kann nicht ohne Handschuhe. Dann er hat gesagt, ja. Du kannst auch nicht. Ja. Wenn hat keine Handschuhe. Ja. Einen Monat Farbe kann das kommen auch, nur halb sieben Handschuhe. Schön. Dann wenn essen mit anderen Leute also you krank auch nicht. Deine Hand kann dann. Also muss ein ziemlich intensiver Farbstoff sein, ne? Mhm. Muss ich sagen. Guck mal. Muss um langsam grün gel. Muss ja. Um langsam, because die Farbe langsam essen, oder? Sag mal. Ja, du musst schön einwirken und dann aber mit Handschuh bitte, gell? Mit Handschuh. ค่อยๆอันนั้นคือย้อมเสร็จค่ะตอนเย็นโอ้แม่นค่ะตอนแรงมาเนี่ยเฮากับคนสู้หมอเลยค่ะ Ich habe dann noch eine Frage. Wie ist das mit Allergien jetzt hier? Nee. Also ich habe ja auch so mit Sie noch nicht mag die Chemie hier. Aha. Sie mag Kultur vom die Farbe vom die Kerne vom Baum. Alles Natur. Natur. Keinerlei Chemie drin, Nein, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Weil ich muss auch auf meine Haut aufpassen, da ist auch so ein bisschen mit Farben und so dann da. Ne? Dann sie hat schon, dann sie muss mit die da putzen, kam auch dann so für Farbe sie haben oder. Hauen hätte sie hat doch gesagt, oder? Also alles ohne Chemie, alles nur Naturprodukte. Sagt ne? Interessant. Muss um Lolli, dann die Wasser ganz sauber, dann kann das. Ja. Also noch ein paar Mal dann geht's aus, gut waschen da, ne? Ja. Dass die Farbe rausgeht. Ich denke auch, dass das noch ganz schön ausfärben wird, denke ich mir, wenn das neu ist. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Aber ich schätze mal dann doch, ne? Das ist dann ziemlich. Weil die Farbe muss schon ne? Extrem sein, ne? Ja. Also es wird hier sofort dann noch, also wenn es dann hier. Frisch ist da, wenn das dann gerade mal so eingezogen ist, dann macht er dann gleich schon mal hier durch die Waschmaschine durch, ausspülen. Ne? Das macht er gleich dann schon mal, gerade dass die Farbe rauskommt hier. Und dann kannst du es trocknen und dann kannst du es bügen und dann kannst du es gleich verkaufen. Ha! Ey, super! Jetzt ist noch grün. Jetzt kannst du zugucken, wie es dann blau wird, ehrlich doch. Wollen wir es aufnehmen? Das dauert nicht lange, ne? Ein Wunder der Natur. Da kannst du echt, da kannst du gucken. Hier. Der ist jetzt gelb wieder hier. Grün, grün, gelb so. Zack, blau. Wahnsinn. Welch Wunder der Natur. Und wenn es dann nicht genug Farbe ist, dann macht es nochmal rein. Dann macht es mal rein. So, je nach. Je nach Wunsch, wie viel Blau möchtest du haben? Guck mal hier, der erzählt dich schon. Zack, zack, blau, ehrlich.
toll. Gut, dann gucken wir mal, wie es fertig aussieht hier. Und wie kommen jetzt die Blumen drauf? Wie kommen jetzt die Blumen drauf? Ist doch noch nicht fertig, ne? Guck mal. Jetzt haben wir ja den Stoff jetzt blau gehabt und jetzt muss ja hier noch weiß kommen. Wie kommt das denn jetzt hin hier? Und die Striche hier, wie machen wir das denn jetzt hier? Interessant. Also wir haben jetzt ja nur jetzt gesehen, Grundstoff blau machen, so. Aber, gerade so wie hier jetzt dann da, ne? Wie kriegt man das Muster denn jetzt hin? Oder hier die Punkte hier. Das muss doch dann noch weitergehen. Porn. So, wie kriegst du den Tiger hin jetzt? Queen of Tiger. Schön. Und das ist geheim, hat sie gesagt. Also das ist noch Betriebsgeheimnis, wie das dann funktioniert. Das wird jetzt hier nicht ausgeschöpft. Die Frage ist jetzt ja da, ne? So, wie kommt das jetzt dahin, das schöne Muster da? Da muss ja irgendwie jetzt weitermachen da. Ne? So. Das sieht mir aus, als wenn das irgendwie ein andere die Farbe wieder rausnimmt da. Irgendwie so, dann. Ja, der hat die zwei Farben. Wie geht? Okay, das ist noch ziemlich, ne, ist noch ziemlich bunt jetzt hier so, ne? Aber gerade, wie kriegst du denn solche Muster denn dahinter? Ne? Das ist jetzt die Frage. Wie geht's dann? Da geht's weiter. Ja. Porn guckt. Ist nicht draufgestickt. Nee. Ist nicht draufgestickt. Okay, das kann man ja sich nur, okay, das kann man ein bisschen so, dass du den Stoff nicht ganz aufmachst dann da, dass du da ein bisschen, ne? Das wird nicht verraten, das ist Betriebsgeheimnis. Ah, jetzt ja. Schön, ne? Ja. Aber da ist ja wieder jetzt, ne? Da kommt wieder der Techniker durch bei mir und fragt, wie geht das? Ich vermute mal, das wird irgendwie durchgezogen. Maschine oder was, ne? Weil das so maschinell aussieht. Ja, warte mal, das ist von oben drauf hier. Das ist von oben drauf gemacht. Von hinten ist es nicht drauf. Von hinten nicht. Oder ist das drauf normal drauf gemalt mit einem anderen? Da. Ist nochmal drauf gemalt. Mit Maschine oder was? Da. Das könnte auch sein, dass das irgendwie durch eine Maschine ziehen hier. Und dass es dann diese Muster gibt. Würde mal Sinn ergeben, ne? Ja. Also hier auf dem ganzen Gelände sind dann überall so Shops dann hier. Oh, das ist mir auch noch gefallen. Oh, ein Jeepshand geht immer nur. Oh, der schon hat. Ja. Immer so eine Jacke oder was. Oh. Mit Logo. Mit Original Logo. Ach, das ist aber schön, der Hut hier. Oh, vielen Dank. Hm? Ja. Monstera. Schön. Ja. Zwei Farben. Kissen, Stoff. Ja, irgendwie geht es dann da noch weiter. Das wäre noch interessant zu sehen, wie man das denn da macht. Glubschaugi. Fisch, Glubschaugi. Was? Der Schlips zeigt nicht zum Boden, er zeigt zum... Ja. Du hast ja keinen. So, ich brauche doch keinen Schlips mehr, du. Dann habe ich mal einen Schlips angezogen. Hä? Ach, hier wird das jetzt gemacht mit dem Muster drauf. Ja, mit dem Muster. Siehst du? Ah, jetzt pass mal auf. Da ist aber heute keiner da. Schon fertig, ja.
habe ich dir gesagt? Das ist zum Drehen, das ist zum... Das wird drauf gedruckt, ich schwöre. Ich schwöre. Das wird drauf gedruckt, das ist hier. Das wird durchgezogen, ich schwöre dir, das wird durchgezogen. Ist das ein Webstock? Oh Kinder, hör doch mal auf, ich weiß das doch auch nicht alles hier. Was das ist hier? Ist doch kein Webstock hier, oder? Hör doch mal auf hier. Auch das kompliziert. Hä? Wieso mehr Gold zu Hause? Guck da. Die haben bestimmt hier mehr Wasser. Teelack. Mehr Wasser. Ne? Oh, na. Na, das sind aber schöne, ehrlich du. Na. Das ist ein Webstock. Guck mal, hier sind ja auch noch die Schiffchen hier. Guck mal. Genau. Sehe ich hier gerade noch, die haben hier noch einen Pizzabackofen hier. Guck mal. Oh. Schade. Keine Geschäft oder was? Ja, schade, ehrlich. Ja, das ist... Da ist keiner da. Schade, oder? Ich wollte mal so gern wieder Pizza essen. Eine vernünftige, ne? Nicht immer hier vom Pizza Hut und so, ne? Was macht der hier? Das ist da ein Fahren oder was hier? Hm? Das ist aber auch ein schöner Baum. Guck mal, Porn. Was ist das für einer? Das sieht aber auch schön aus da. Weiß auch nicht. Der ist aber hübsch, du. Hm? Boah, guck mal. Wie sieht das aus? Muay Thai. Muay Thai. Ich hab gesagt, der lässt einen fahren. Betelnuss. Da hängt sie. Ist bei mir nicht gekommen. Oh. Ich wünsche dir viel Erfolg. Kann man auch sitzen hier. Ja, da haben sie echt schöne hier. Da. Geweihfahren. Ja, guck mal. Herrlich. Schau noch einer. Kleiner. Sieht so ein bisschen aus wie Mombasa, hä? Guck mal. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Mit Fantasie. So, Jungs und Mädchens. Das war's für heute. Schöne Anlage hier, muss ich sagen. Also, es ist wirklich eine schöne Parkanlage hier mit den Pflanzen. Ich bin erstaunt, dass sie wesentlich größer sind als meine hier zu Hause, muss ich sagen. Und viel mehr schöne Blüten dran hier. Liegt bestimmt daran, die haben viel mehr Wasser hier unten. Ne? Mit dem Bachlauf da und so, da ist bestimmt viel mehr Wasser drin dann. Ne? Naja, schade drum. Also, haben wir heute wieder was gelernt, aber noch nicht alles. Ne? Also das mit dem Drucken da oder mit dem, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, das war ja wohl dann ein Betriebsgeheimnis. Naja, gut, macht nichts. Also, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Wer noch nicht abonniert hat, Abo-Button unten rechts. Beim Uwe immer kostenlos. Und tschüssle. Und tschüssle, ciao. Tschüss.